Guten Tag, Freunde des Computerspielens und herzlich willkommen zum nächsten Video. Jetzt kann es gerade sein, dass ihr mich doppelt gehört habt, aber wenn ich jetzt so normal rede, zum Glück nicht mehr. Hier ein super Outfit. Ein echt super Outfit von Ace Tech 159. Ich werde es jetzt einblenden. Mit deinen Super Skills. Genau, mit meinen Super Skills. Werde Renke das nachher nochmal zeigen. Oh, ich kann nicht um die Ecke fahren. Und ich werde auch jetzt nochmal. Im Anschluss zum Video werde ich nochmal ein Bild zeigen, wo ich auf den Server gekommen bin und 2 Minuten, also ich hatte einen Typen gekillt und der hat dann sofort gesagt, NB, nice Outfit, obwohl er mich nicht kannte, hat er das halt gesagt. Und da habe ich von Screenshot gemacht, wo ich mich auch ein bisschen meine Masse zeige als dieses Outfit da, Emote meine ich. Also Ace, warte, Ace Tech 159, das ist echt ein Kompliment, muss ich sagen. Das ist schon krass cool. Jo. Also das Outfit, ich finde das geil, Leute. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet. Und ihr könnt auch wieder unter dieses Video, wie immer, eure neuen Vorschläge für mein Outfit sozusagen machen. Und ich muss aber jetzt ganz ehrlich mal sagen, ihr könnt nicht Outfits reinschreiben, die ich nicht machen kann, Leute. Ihr müsst euch angucken, was ich für Sachen habe und dann schreiben. Es ist sonst sinnlos. Ich habe so viele Outfits durchgeguckt und überall, wirklich überall. Oh, Renke. Nee, ich sage nicht. Ich habe nichts gemacht. Ja, ich war gerade im Zweikampf vertieft. Oh, David, sei mal gegrüßt. Luffy. Er hat mich Jo. gerade in Skype angeschrieben. Und bei jedem zweiten Outfit, oder sogar bei jedem, was ich mir jetzt angeguckt habe, ist einfach der Ace-Schal, dieser rote Schal. Ich finde den ja auch geil, Leute. Aber ich hab den nicht. Dann könnt ihr auch kein Outfit reinschreiben von den Sachen, die ich nicht habe. Ihr müsst euch schon das Outfit-Ding, also meine Outfit-Sachen angucken, weil sonst kann ich das nicht ernst nehmen und dann habe ich auch keine Lust mehr darauf. Und ja. Also guckt euch bitte meine Sachen an, bevor ihr irgendwas schreibt, weil es macht keinen Sinn. Danke. Ja. Das wollte ich sagen. Danke. Ja. Max wollte einfach nur Danke sagen. Holy Penis. Was geht denn hier ab? Ja, das frage ich mich auch gerade. Den habe ich ja mal richtig gefickt. Und der hat mich gefickt über Damage, den kenne ich irgendwoher. Ja, wie gesagt, ich bin gerade bei Renke. Heute ist der 12.7. Ich bin gerade von meiner Juleika-Seminar, also es war so eine Ausbildung. Zurückgekommen, war richtig, richtig anstrengend, aber auch richtig, richtig geil, hat richtig Spaß gemacht. Und ich kann jetzt halt so Jugendgruppen sozusagen leiten. Oh, das war ein cooler Blast. Und werde morgen sofort wieder losfahren nach Dänemark mit meiner Familie. Freue ich mich schon drauf. Ja, ich bin gerade frisch aus dem Urlaub gekommen, aber es interessiert ja sowieso keinen. Doch, Renke, erzähl das doch. Ach, töten wir uns überhaupt? Ich würde Sorry. sagen schon, doch. Denver gesehen und dich angegriffen, das tut mir leid. Ja, ist schon okay. Und fahre halt nach Dänemark. Ich freue mich schon richtig drauf. Und wen das interessiert, die Leica, weiß ich nicht. Der soll mich, nicht, ich weiß nicht, der soll es mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht mache ich dann nochmal ein Video zu. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so ganz interessant für euch. Real Life Bullshit. Ne, Max? Ich habe Real Life Budget, was willst du damit? Achso, ja, okay. Jetzt habe ich verstanden. Nein. Den habe ich ja sowas von ausgespielt, Leute. Ja, halt so ein komplett rotes Outfit, so mit Wrestler-Sachen und das ist echt cool. Oh, ho, ho. Was hast du geschafft? Mit RPG. Ja. Der war aber richtig geil. Das war was ganz Besonderes. Nice. Renke macht nebenbei, glaube ich, kein LP, wenn ich das richtig verstehe. Weil das sonst ja Oh. Probleme geben würde. Ja. Das ging gerade zu schnell für mich. Da ist Dave. Nach Dänemark. An die Nordsee. Hab eine Juleika Fahrt gemacht. Jugendleiterkarte. So eine Ausbildung. Jetzt kann ich halt so Jugendgruppen leiten und begleiten. In der Nähe von Basinghausen.
Nee, eine ganze Woche durch. Und teilweise bis 3, 4 Uhr morgens, also es war echt anstrengend. By the way, Mama, wir nehmen gerade auf. Ja, ist nicht schlimm. Also im Video drinne. Wenn ihr es gehört habt, das war Renkes Mutter. Jo. Und David fragt nach Skype. Ah, oh, nee. Sorry, David. Die Runde war zu schnell zu Ende. Wir machen noch eine hinterher. Jetzt habt ihr doch noch mal ein bisschen erfahren, was Juleika ist. Naja. Und das Renke, das kann ich dir auch noch mal erzählen und euch, Leute. Ich hatte 8,5, ich fand, das geht. Was hatte ich gerade? Ich glaube, ich hatte 8,2, 7,2, irgendwie Nicht sowas, glaube schlecht, ich. Renke ist der Pro. Nein, Ich bin also eigentlich bin ich wirklich. gar nicht eingespielt, weil ich jetzt 2 Wochen im Urlaub war und seitdem, ich habe in der Zeit einfach gar nicht gespielt und deswegen. Ja. So, ich werde jetzt gerade in dem Loadscreen zwischendurch mal dieses Bild nochmal einblenden von dem, wo der geschrieben hat, cool Outfit. Jetzt wird er gleich wieder weg sein. Jetzt ist er weg, weil jetzt geht's gleich los. Jetzt, gut. Guck mal, mein PC ist so langsam, ne? Guck mal, hier ist Leander. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, Renke, waren da Leute von 15 bis 47. Und da halt als Teilnehmer. Das war echt verrückt. Aber hat richtig Spaß Ja, gemacht. so ein paar Pädobären, die auch Kinder als Kinderleiter damit fahren wollen. Ja, nee, die arbeiten alle schon und so. Und es war aber eine richtig tolle Atmosphäre und wir haben uns alle gut verstanden. Was ich nicht gedacht hätte. Teilweise schon Studiengänge. Ein paar haben schon Bachelor und Master und alles Mögliche. Alter. David hat die Sprache auf Schlange, schreibt gar nicht erstmal zurück. Renke stand so gerade hinter mir, hatte ich das Gefühl. Ich habe keinen Tonic gemacht, bin ich nicht nett? Ausnahmsweise, Max. Es hätte mir aber auch nichts gebracht. Also ausnahmsweise kein Tonic, meine ich. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich habe sofort gedacht, dass du das bist, Renke. Aber ich habe dann erstmal geblastet einfach. Halleluja. Oh, Airborne Assault! Airborne Assault Volley Shot. Ja. Oh, Leute, was ist denn das? Eisgekühlte Apfelschorle. Teutonia, hab ich ihm geklaut. Hä? Das war ein Spaß. Komm, den will ich noch. Das war gerade ein bisschen sinnfrei, Max. Ja, nee, ich hab die. Lukas, kennst du doch, ne? Lukas, ein Kumpel von mir, hatte die früher mal. Und ich fand die. Nee, und das war noch gar nicht das Ding, sondern auch noch ein anderer, bei dem ich ganz oft war, ein Kumpel. Und dann fand ich die so lecker, habe ich meiner Mutter gesagt, oh, ich will das auch haben. Und dann haben wir die jetzt immer in ganz vielen Kästen und so zusammen gekauft. Und jetzt hat Renke sich das sozusagen auch holen lassen von seinen Eltern immer. So entwickelt sich sowas. Wir müssen so einen Preis kriegen von Toyotonia, finde ich. Ich glaube, du könntest noch schaffen, mich zu töten. Nein. Bestimmt schaffe ich das, wenn ich da von 3 Leuten melde von hinten und 2 von vorne, das ist Imposchi-Bro. Schade, ich hätte fast. Imposchi-Bro! Ich habe Gefühl. Ja, Renke, du hast keinen Fokus auf mir. Hä? Oh, lol. Ah, ich wurde die ganze Zeit auch noch von der anderen Seite. Ich dachte, du bist jetzt Hacker geworden, Renke. Hä? Das war, ich war aber, ich habe wirklich ordentlich getroffen. Ja, glaube ich dir, aber mit Cheese auf die Entfernung siehst du nicht ganz so viel. Na, ging, waren ein paar Crits dabei. Ja, viel auf jeden Fall, aber nicht so viel. Dieser Memu ist richtig schlecht. Das habt ihr auch, glaube ich, schon gesehen, Leute. Der hockt sich einfach immer hin. Sing Hallelujah. So spielt man Leute aus. Habt ihr es gesehen? Das war. Ich fand, das war eine nice Combo von mir. Los, hab dich wieder hin, du kleiner Mist. Guck mal, der soll LX sein, der ist so schlecht. Ich werde noch auf eine positive KD kommen, Leute. Ja, wie wenig denn noch? Aber oh. Och man, Nate-Spams, war so klar. Okay. Ich muss mich jetzt echt nochmal konzentrieren, wenn ich positiv kommen will. Ich muss mir mal überlegen, wo ich langlaufen will. Ich sitze hier auch gerade sowas von komisch, muss ich sagen. Oh fuck. Oh, geil, ich habe gerade noch einen Heal bekommen. Ja, ich hab's gesehen an meinen Nates. Komm, ich krieg dich. Ey, Mann, meine Nades treffen ganz schön gut diesmal.
Hey, wieder hochgeschossen, Max. Ah, Glückwunsch, ich bin tot, deswegen glaube ich. Ja. Oh, Junge, ich krieg wieder nichts für dich. Das ist so unfair, ne? Das zweite Mal schon. Ich habe mich auch suizidiert. Hm? Ich habe mich suizidiert, sage ich. Ernsthaft? Nein. Ich wollte schon sagen, ich hätte dich umgebracht. Ich weiß. Ränke quiet schon, wenn ich einen Tonic nehme. Ja, es ist auch einfach dreckig, weil Tonics. Wir sind einfach asozial. Asocial. Holy. Scheiße, Mann, ich brauche gerade mal einen hier. Chillt er sich da oben hin? Ich glaub's auch. Ich weiß nicht, ob ich noch ein paar Videos jetzt hier machen werde mit Renke. Ihr könnt bitte auch mal Outfits für Warrior schreiben. Will ich ja auch bringen, aber wenn ihr nichts schreibt. Bist du dahinter? Ja, ist so klar. Was ein Gegner gerade? Nein. Ups, Entschuldigung. Ich habe aufgehört zu schießen, weil ich dachte, er wird hören. Das ist oft ein Fehler, den man nicht machen sollte. Nur. Und dann schreibt der Tonic-Kanoop, als hätte ich einen Tonic genommen, Leute. Ihr seid Zeugen. Ich habe einen Bin Tonic gerade so genommen. schlecht, ne? Ich bin einfach nicht eingespielt. Ich kann einfach gerade überhaupt nicht spielen. Oh, habe ich ihn. Was oh, leckt jetzt gerade bei mir noch ein bisschen. Echt? Tut mir leid. Alter, Alter, du Sau, du! ja, und wie viele denn noch? Das ist überhaupt nicht mein Game. Meins, um ehrlich zu sein, auch nicht. Dieser Typ ist so schlecht. Ich bin noch positiv geworden, Leute. Ich hab's euch versprochen. Ich halte meine Versprechen meistens. Auf ein Leben war ich runter. Und jetzt bin ich trotzdem tot. Schade. Ich dachte, ich hätte mich da gerettet. Also, Leute, positiv will ich wieder versuchen. Kurzzeit habe ich hier noch. Ich werde versuchen, dieses Video mal ein bisschen mit Sachen, die Renke mir jetzt noch zeigen wird. Also zu diesem Zeitpunkt kenne ich den nicht, aber so ein bisschen Kontrast. Oh, bin ich schlecht. Sind so viele Pistol-Soldier drin, das ist nervvoll. Ja. Ein bisschen Kontrast so reinbringen, dass es einfach ein bisschen hübscher aussieht und so. So Zeug, was Renke mir noch halt zeigen wird. Ja, ich habe mich ein wenig mit Sony Vegas und so beschäftigt. Und jetzt kann ich ein bisschen was. Gut, ich bin positiv geworden. Renke, High Five. Das war dreckig, oder? Und Das war einfach nass. nur nass, das ist einfach Alter, du nur. bist eklig. Nein, Spaß. Schreiben wir nochmal ein GG. Leute, so. Danke für das Outfit. AceTech159, schreibt unter dieses Video die neuen Outfits. Ich gucke immer nur unter den neuesten Videos die Outfits, wenn ich welche suche. Also immer, wenn ihr auch das nicht genommen wurde, überlegt euch, ist das ein Outfit, was ich machen kann? Und wenn ja, dann schreibt es einfach beim nächsten Mal nochmal drunter. Gut. Dann gehen wir mal zum Scoreboard. Ich habe sogar zwei Kills über normal 1 sozusagen. Ist trotzdem schlecht, ich weiß das. Leander war gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Zockt schön, bis zum nächsten Mal. Ciao. Renke sagt Tschüss. Ciao, ciao. Woo.